Bis zu 10% der Männer unter 40 Jahren leiden unter Erektionsproblemen. Das zumindest belegen einige Studien. Und dabei geht es nicht nur um Einzelepisoden, sondern um ein gehäuftes Erektionsproblemverhalten. Welche Hauptursachen dafür verantwortlich sind und welche eine gezielte Übung dabei helfen kann, dass du dieses Problem nicht mehr hast, darum geht es hier in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Es ist bekannt, dass Erektionsprobleme im Alter gehäuft vorkommen. Das liegt nicht zuletzt daran, weil einfach körperliche Krankheiten mehr zutage treten und die Einfluss auf die Erektionsfähigkeit haben. Deswegen ist es immer wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn dieses Problem auftaucht, wenn das gehäuft auftaucht. Neuere Untersuchungen zeigen aber auch, dass jüngere Leute, also jüngere Männer unter 40 Jahren bereits dieses Problem immer häufiger haben. Wodurch kommt das? Das möchte ich dir hier so einen groben Überblick geben, wodurch das Ganze entstehen kann. Und vor allem möchte ich dich auf eine Übung sensibilisieren, die dir dabei helfen kann, eine dieser Ursachen zu durchbrechen. Und da möchte ich zunächst auf das Ursachenspektrum drauf eingehen. Das erste sind körperliche Ursachen, ja? Angefangen von Durchblutungsstörungen, über Hormonstörungen, über endokrine Störung, über Reizweiterleitungsstörung, also Neurostörung, kann alles einen Einfluss darauf haben, wie deine Erektion funktioniert und ob sie funktioniert. Deswegen ist das allererste und wichtigste, wenn dir das auftritt, und ich meine nicht dieses, dass es einmal beim Sex nicht klappt oder dass es erst mit einer neuen erstmal nicht klappt, das ist relativ normal, sondern ich rede wirklich davon, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, eine Erektion zu bekommen und diese auch zu halten. Wenn dir das auffällt, geh unbedingt zum Arzt, denn häufig sind das Frühsignale deines Körpers, die auf ein größeres Problem hinweisen. Das erste sollte also immer der Gang zum Arzt sein, um das abchecken zu lassen. Weitere Ursache von Erektionsproblemen ist der ungesunde Lebensstil. Ja, zu wenig Schlaf, zu viel Reize am Handy zum Beispiel sein, zu ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung, zu wenig Sport, zu wenig Trinken. All diese Dinge weiß man schon seit langem, dass sie dafür sorgen, dass dein Körper nicht optimal funktioniert. Und natürlich hat das auch einen Einfluss darauf, wie deine Erektionsfähigkeit funktioniert. Weitere Ursache, Pornokonsum. Gerade unsere heutige Generation, die junge Generation, die damit mit Highspeed-Internet groß geworden ist. Zu viel Porno sorgt für eine Desensibilisierung für Erotik und eine Desensibilisierung deines Lustzentrums. Sprich, Männer leiden darunter, dass sie einfach keine Erektion mehr bekommen, wenn sie normale Reize bekommen. Im gesteigerten Fall sogar, dass sie überhaupt auf gar keine Anreize mehr des Lebens anspringen. Ja, Stichwort Pornosucht. Wenn du bei dir merkst, du hast dieses Problem, empfehle ich dir sehr unseren Pornosuchtkurs, weil da geht der Timo sehr genau darauf ein, was du tun kannst und wie du dein Leben umstellen kannst, um aus der Pornosucht rauszukommen in ein befreiteres, glücklicheres und lustvolles Leben. Eine weitere Ursachenkaskade ist psychologischer Natur. Stress, Sorgen, Ängste, Nöte. Ja, gerade jetzt Corona zum Beispiel gewesen, wo viele Männer Angst hatten, ihren Job zu verlieren, Angst hatten, wie es weitergeht. Aber vielleicht auch Ängste, weil in der Familie jemand krank geworden ist, Geldsorgen und vieles mehr. Alles das schlägt auf dein Gemüt. Und das Gehirn ist ein wichtiger Mitspieler, Komparse sozusagen, wenn es darum geht, dass du eine Erektion bekommst. Ja, also auch das sind typische Ursachen, um die es geht, wenn man herausfinden will, warum habe ich Erektionsstörung? Die Sozialdynamik in deiner Partnerschaft, ein weiterer wichtiger Aspekt. Also wie funktioniert ihr überhaupt? Gibt es da sehr viele Elefanten im Raum, die keiner anspricht, die auch zwischen euch eben Stress und Spannung verursachen, dass ihr gar keine Lust auf Intimität miteinander habt? Weitere ganz organische Geschichte, Penistraining. Ja, man weiß mittlerweile auch schon seit vielen Jahren, wie wichtig PC-Muskeltraining, wie wichtig Beckenbodentraining ist, um einerseits die Nervreizleitung im Genital Beckenbereich zu stimulieren und tatsächlich auch die muskuläre Aufbereitung vom Beckenbodenapparat, der wichtig dafür ist, dass dein Penis auch gut durchblutet wird, dass das Blut in den Schwellkörpern gehalten wird. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen Penis trainieren kannst, so witzig das auch klingen mag, dazu habe ich ein Video gemacht, ein schönes, knackiges, kurzes Video, wo ich dir zahlreiche Techniken vorstelle, um Penistraining zu betreiben, um einen stärkeren Penis, eine stärkere Erektion zu bekommen. Kannst du dir hier anschauen. Und die letzte Ursache, die ich hier noch erwähnen möchte, ist der Erwartungsangstkreislauf. Das ist ein psychologischer Kreislauf. Was damit gemeint ist, ist relativ einfach erklärt. Sagen wir, du hattest mit einer Frau Sex
und du hast keine Erektion bekommen, aus welchen Gründen auch immer, Gründe, die ich oben auch vorher schon genannt habe, und jetzt überlegst du dir, Scheiße, das darf mir beim nächsten Mal nicht passieren. Du kriegst Sorgen, du machst dir Stress, du setzt dich unter Druck, du erwartest, dass du beim nächsten Mal noch besser funktionierst. Und diese Erwartungsangst wirkt sich auf dein vegetatives Nervensystem aus. Und wenn es das nächste Mal zum Sex kommt, bist du so unter Druck, dass dein Körper erst recht nicht eine Erektion haben wird, sondern im Gegenteil, dein Penis sogar eher sich ganz klein macht, weil er so viel Angst, so viel Adrenalin ausgeschüttet wird. Das ist ein Teufelskreislauf, der entsteht. Das ist der Erwartungsangstkreislauf. Und die eine Übung, die ich dir heute mitgeben möchte, ist genau dazu da, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Auch hier kurzer Hinweis, wenn du generell mehr über das Thema Potenz wissen möchtest, kostenlos wissen möchtest, dann melde dich gerne in unserem Potenz-Newsletter an. Befindest du unterhalb des Videos im ersten Kommentarfeld, beziehungsweise hier oben wird auch ein Link erscheinen. Du merkst auf jeden Fall schon anhand der Liste, die ich gerade genannt habe, das Problem Erektionsprobleme, erektile Dysfunktion, ist ein komplexes Thema. Es gibt viele Wirkungsmechanismen, die da irgendwie mit reinspielen. Es ist komplex. Es gibt da nicht die eine Lösung. Und deswegen ist heutzutage auch, wenn die Behandlung ein Mix aus eben einer medikamentösen, das sind vor allem Viagra und Derivate davon, und psychologischer Behandlung, ja, also Gesprächstherapien, herauszufinden, woher juristisch, also welches Verhalten legst du an den Tag, was dafür sorgt, dass du eben dich unter Druck setzt oder dass du keine Erektionen bekommst, was ist da in eurer Beziehung los, wo setzt du dich selbst unter Erwartungsdruck? Und genau darauf möchte ich ja hier nochmal ein Stück weit genauer eingehen, auf diesen Teufelskreislauf mit einer Übung, die ich dir mitgeben will. Es gab mal eine Studie, leider habe ich den Ursprung nicht gefunden, ich habe danach gesucht. Da waren Patienten hingekommen oder Klienten hingekommen mit Schlafstörungen. Ja, die hatten Schlafstörungen, die konnten einfach nicht schlafen. Und denen wurde gesagt, hier, wir haben ein neues Medikament, das macht, dass sie super schlafen. Allerdings ist der Nachteil davon, dass sie am Anfang noch schlechter einschlafen werden. Und die Klienten haben das genommen und plötzlich konnten die bestens schlafen. Ab der ersten, zweiten Nacht. Warum ist das so? Ganz einfach, normalerweise war das bei den Menschen eben so, die haben sich ins Bett gelegt nachts und haben dann angefangen zu grübeln und nachzudenken und ja, sich, oh Gott, ich kann schon wieder nicht schlafen. Oh, kennst du das? So, du willst schlafen, aber du sagst dir selbst, ich will schlafen, aber machst dir damit so viel Druck, dass du deswegen nicht schlafen kannst. So ging es eben viel bei der Menschen, die Schlafprobleme hatten. Und jetzt haben sie eine Tablette bekommen, da wurde ihnen dazu gesagt, am Anfang schlafen sie noch schlechter. Und die sind also ins Bett gegangen mit dem Gedanken, ich schlafe jetzt noch schlechter, und haben gar nicht mehr wie üblich darüber nachgegrübelt, sondern kamen zur Ruhe und sind eingeschlafen. Wie gesagt, leider habe ich die Studie nicht gefunden. Das Medikament war auch ein absolutes Placebo. Aber es gibt eine andere Untersuchung, die habe ich hier auch unten verlinkt. Da wurden auch Menschen unter Schlafuntersuchungen geschickt und am nächsten Morgen sollten die einen kognitiven Test auswerten. Da sollten die einen kognitiven Test durchführen. Und denen wurde aber vorher gesagt, wie gut war ihr Schlaf. Und der einen Gruppe wurde gesagt, ihr Schlaf war richtig mies. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, ihr Schlaf war richtig gut. Und was dabei rausgekommen ist, unabhängig davon, wie der Schlaf war, war die Suggestion von außen, das, was sie geglaubt haben, entscheidend für das Testergebnis. Das hat maßstäblich den kognitiven Test beeinflusst. Was ich damit einfach sagen möchte, das, was du denkst, wie es dir geht, was du von dir erwartest, hat einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, wie du sozusagen im Bett performst, wie du generell in deinem Leben performst. Nun, was hat das jetzt mit dem Erwartungskreiszyklus zu tun? Die Übung, die ich dir hier an die Hand geben möchte, ist relativ simpel. Wenn du mit deiner Partnerin einfach das Problem hast, dass du häufig keinen Hoch bekommst und du machst dir wahnsinnig viel Stress, dann vereinbart miteinander eine sexfreie Zeit. Vereinbart miteinander einen Zeitraum von 4 Wochen, wo du sagst, wo du deiner Partnerin sagst, pass auf, ich mache mich damit total unterdrückt, ich mache mich damit total fertig, lass uns doch einfach mal darauf einigen, dass wir für 4 Wochen keinen Sex haben werden. Kein Sex, ja. Wir können kuscheln, wir können schmusen, wir können alles machen, was wir wollen, aber es wird keinen Sex geben. Und dann beobachte, was passiert. Das ist ein Stück weit wie die Pille, die den Schlafpatienten gesagt haben, sie werden am Anfang schlechter schlafen. Denn es kann sein, dass in dem Augenblick, wo der Erwartungsdruck wegfällt, plötzlich alles ganz normal funktioniert. Das ist ein kleiner Trick, eine kleine Möglichkeit, eine kleine Übung, um zu gucken, ob du deinen Kopf damit austricksen kannst. Beziehungsweise vielleicht hört sich das ja auch gerade eine Frau an, wo der Partner das Problem hat, dann führ doch mal diese Übung ein, ohne ihn zu erläutern, wie das jetzt zusammenhängt. Und dann beobachte, was passiert. Weil ganz oft ist es so, das kennen auch viele von euch, man ist vielleicht im Urlaub, man ist an einem exponierten Platz, wo man halt nicht miteinander rummachen darf, man fängt an zu knutschen und plötzlich, boing, hat man eine Riesenlatte.
und denkt sich, fuck, warum ist das zu Hause nicht so? Genau deswegen, weil du dir jetzt, du denkst in deinem Kopf, es gibt eh keinen Sex und plötzlich bist du entspannter. Nutz das, um deinen Verstand auszutricksen. Und ansonsten, wenn du globaler das Problem hast, gerne hol dir unseren Potenzkurs, schau dir das einfach mal an, Link ist hier oben, mach die Übung dazu, die werden dir dabei helfen. Und natürlich gehe zum Arzt, ja, lass das auf jeden Fall im Vorfeld abklären. Und wenn du keinen Bock hast, jetzt gleich ein Riesenprogramm zu starten, sondern erstmal noch ein paar Impulse haben möchtest, dann klar, hol dir hier drüben das Video, wo es um Penistraining geht, ja, wo es darum geht, sozusagen da unten alles stärker werden zu lassen, Erektionstraining, beziehungsweise wenn vielleicht sexuelle Scham dein Thema ist, dass du dich gar nicht traust zu sagen, was Sache ist, schau dir dieses Video an, wo es um sexuelle Scham geht und wie du die auflöst.